du möchtest jemanden beschenken, der gerne reist und weiß nicht so richtig weiter? Ich habe 25 Ideen. Die Geschenkideen mal in 5 Gruppen unterteilt und wir fangen mit den Basics an. Ein Basic für mich mittlerweile ist auf jeden Fall so ein richtiger Reiserucksack. Ich bin auch lange mit dem Rollkoffer unterwegs gewesen, aber ich finde den Rucksack wirklich praktischer. Also man muss dann nicht mehr immer den Henkel rein, Henkel raus, dann doch eine Lasche, dann wieder hinstellen und dann wieder hoch. Ich habe hier so ein wunderschönes Teil. Ich würde auf jeden Fall empfehlen, einen Gutschein zu verschenken für den entsprechenden Laden, weil man muss da ganz viel beraten werden. Dann noch etwas, was ich vor allem beim Surfen super finde, sind so Reisehandtücher. Die sind aus Mikrofaser und die sind ganz leicht und trocknen ganz schnell. Gibt es auch ein paar schöne. Mein schönes ist aber gerade in der Wäsche. Dann was von meinem Freund, und zwar ein richtig gutes Taschenmesser. Also hat man dann eine Zange und natürlich alle Messer. Dann würde ich auch mich super freuen, wenn ich das Geschenk bekommen würde. So ein Adapter. Ich habe den jetzt hier nur für UK. Aber was super praktisch wäre, wäre so ein Weltadapter. Was ich aber irgendwie gerade nicht finden konnte, wir sind ja gerade umgezogen, ist so ein kleines Schloss, ein Zahlenschloss. Es hat halt dann mehrere Zwecke, und zwar kann man zum Beispiel den Rucksack damit abschließen, aber man kann auch oft in Hostels, hat man ja so Fächer, und dann kann man die auch damit abschließen. Was anderes, was ich gerade nicht finden kann, ich weiß nicht, wo mein Freund das alles hingepackt hat, ist unsere Kofferwaage. Die finde ich auch gehört zu den Basics, weil man da wirklich einfach nochmal nachmessen kann, wie viel Gewicht man hat. Man kann sonst wirklich Pech haben und so viel bezahlen. Die zweite Gruppe sind die Sachen, die man auf der Reise braucht oder die man ins Handgepäck mitnehmen kann. Da finde ich immer super, habe ich immer dabei, ist eine Nackenrolle. Wenn man da wirklich den Kopf oder irgendwie in einer blöden Position hat und dann schläft ein paar Stunden, dann kann man ziemlich krasse Schmerzen im Nacken bekommen. Zum Aufpusten, dann passt sie halt überall mit rein. Dann finde ich auch immer wichtig Ohrstöpsel. Ich bin auch ein Riesenfan von diesen kleinen Sets für die Flüssigkeiten im Flugzeug. Dann tendiert man eben nicht dazu, selbst wenn man Gepäck aufgibt, diese riesen Flaschen mitzunehmen, die viel zu schwer sind. Das ist einfach total unnötig. Oder man kauft dann nicht diese kleinen Fläschchen im Drogeriemarkt, was ich auch unnötig finde. Die sind überteuert, und außerdem kauft man halt diese kleinen Plastikflaschen, obwohl man zu Hause die große Plastikflasche da hat, und man könnte es doch einfach abfüllen. Und wenn dann ein Rest da bleibt, benutze ich das dann zu Hause zuerst auf und dann mache ich sie sauber und perfekt. Ganz wichtig sind Kopfhörer. Ich bin total Fan von In-Ear-Kopfhörern. Andere finden das total doof. Ich finde es gut, weil dann die Außenwelt tatsächlich komplett ausgeblendet ist und man dann auch gut schlafen kann und so weiter. Das andere, worauf viele schwören im Handgepäck, ist eine Schlafmaske. Ich brauche das nicht so. Mich stört Helligkeit nicht beim Schlafen, aber falls die Person, die ihr kennt, damit vielleicht Probleme hat, dann gehört es auf jeden Fall mit ins Handgepäck. Die nächste Gruppe sind natürlich die Elektroartikel. Was ich empfehlen kann für Reisen, ist auf jeden Fall so eine kleine Bluetooth-Box. Ist ein wunderschönes Modell, ich weiß, das war im Angebot. Der Sound ist dann viel, viel besser, als wenn man zum Beispiel aus dem Handy oder aus dem Laptop laufen lässt. Man möchte doch auch auf der Reise Musik hören. Ich finde, das vergisst man ganz oft. Dann natürlich eine Kamera. Aber da ist es komplett abhängig vom Budget und was sich die beschenkte Person wirklich wünscht. Da würde ich auch auf jeden Fall einen Gutschein verschenken. Noch was super Praktisches sind diese kleinen Stative. Meine Kamera stand bis eben noch auf so einem kleinen Stativ, deswegen muss ich sie jetzt in der Hand halten. Genau, darauf kann man die Kameras raufschrauben, falls die Person gerne fotografiert. Bietet sich auch noch an, einen großen USB-Stick mit richtig viel Gigabyte zu verschenken. Dann können nämlich dort auf der Reise die Daten gesichert werden. Und dann gibt es auch noch so einen Adapter. Bei mir ist es jetzt ein Adapter für einen Adapter für einen Adapter. Und zwar kann hier so eine normale Speicherkarte mit rein. Die kommt hier in den Adapter, dann passt es in den USB-Port. Und hier ist noch so ein kleiner Schlitz für eine Micro-SD-Speicherkarte. Wenn deine beschenkte Person eine Leseratte ist, dann bietet sich für eine Reise tatsächlich ein E-Reader an. Ist leicht, du hast eine Auswahl dabei. Und ich bin eigentlich echt noch Fan von den richtigen Büchern. Aber ich sehe schon ein, dass es auf Reisen Sinn macht, einen E-Reader mitzunehmen. Die nächste Kategorie ist alles andere an Zeugs. Da gibt es keine wirkliche Oberkategorie, die ich finden konnte. Zum einen würde ich dazu zählen Sonnenbrille. Ich bin oft zu geizig, um mir eine richtig gute, teure Sonnenbrille zu kaufen. Deswegen würde ich mich auf jeden Fall über einen Gutschein für eine Sonnenbrille freuen. Wer gerne reist, der liebt natürlich auch das Motiv, die Weltkarte. Poster mit einer richtig stylischen Weltkarte oder ein Wandtattoo, das kommt immer gut. Dann gibt es natürlich auch noch die Variante, die Weltkarte als Globus zu besorgen. Das ist auch mega, mega cool. Oder es gibt so kleine Ketten mit der Welt drauf. Das finde ich auch ganz süß.
wenn du das nächste Reiseziel deines Beschenkten schon kennst, dann wäre vielleicht auch so ein Reiseführer total gut. Ich habe jetzt hier meinen für Bali Lombok. Weil bei mir ist es ganz unterschiedlich. Manche Reisen, die plane ich wirklich Monate vorher schon total akribisch durch. Und andere, da bin ich ganz spontan und da bin ich so dankbar für einen Reiseführer, wenn ich den mitnehmen kann. Weil dann kann ich auf der Flugstrecke nochmal alles Wichtige durchlesen. Leute, die gerne reisen, die lieben natürlich ihre Reiseerinnerungen. Es bietet sich auch immer an, alles Mögliche an Gutscheinen zu verschenken, wie ums Fotobuch oder ein Foto auf eine Leinwand drucken, all diese Sachen. Dann noch die letzte Gruppe, zwei Specials für ein warmes Land. Einmal was Praktisches, und zwar so ein dünner Schlafsack. Den habe ich zum Beispiel geliebt in Indonesien, wenn die Hotels mal nicht so ganz 100% sauber waren, dann habe ich mich halt darin reingelegt. Und noch was total Tolles für ein warmes Land ist eine Hängematte. Also wenn man den Platz hat und noch den Luxus sich gönnt, eine Hängematte mitzunehmen, das ist so cool. Ich hoffe, du konntest etwas Inspiration finden und dein Beschenkter, Beschenkte freut sich darüber. Falls dir das Video gefallen hat, dann lass doch bitte noch ein Abo da, dann verpasst du auch nicht die nächsten Videos.